So, mein Lieben, herzlich willkommen zurück. Ich muss hier mal kurz. Dieser Blitzangriff ist echt, wenn man es nicht beherrscht. Jesus. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich weiß nicht, was er da aufnimmt, aber irgendwas nimmt es auf. Wir sind immer noch in Siris Geschichte. So Besuch bei Junior. Wir haben gerade Dudu zur Flucht verhalten. Kommt her. Ja, komm her. Aua. Gut, mal kurz regenerieren. Was? Lass du? Ja, werdet ihr wahrscheinlich wirklich. Scheiße, da unten werden natürlich noch mehr sein. Ah, Jesus. Du bist so gut wie tot. Kann ich hier oben nochmal rein? Nein, ich muss ein bisschen regenerieren. Ich hoffe, du bleibst da unten. Oh, komm schön, regenerieren. Warte mal, Blitzangriff halten, R2. Mal R2. Ich werde dich abschlachten wie den Hund. Sehr geil. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich noch das Ladegerät suchen. Das habe ich total vergessen. So. Ladies and Gentlemen. Nein. Wir sind wieder zurück. Unten sind natürlich noch vier Gegner. Gut, wir sind regeneriert. Alter, das kann... Das muss man erstmal nachmachen. Guckst in die falsche Richtung, Junge. Alter, es ist echt so blutig. Kein Wunder, dass es erst ab 18 ist. Dass das nicht indiziert ist. Bei Dying Light haben sie doch so, haben sie es indiziert wegen so einem Rotz. Und hier sind es echte Menschen. Das soll mal jemand verstehen. Das soll mal jemand verstehen. Na komm. Wieder eine halbe Stunde Ladebildschirm. So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Was ist mit der Frau passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Dudu, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Nein.
Ich bitte dich. Ich habe meine Strafe bekommen. Gnade, bitte. Was passiert jetzt, wenn ich... Es ist wieder so ein Entscheidungsding. Ganz ehrlich, meine Entscheidung ist eigentlich so hundertprozentig klar, dass ich ihn sterben lasse. Nur was passiert, wenn ich ihn verschone? Kann ich hier speichern? Nein, leider nicht. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Schreib's mir mal in die Kommentare. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Vor allem nicht nur das. Nein! Oh Mann, ey. Was ist mit dir da oben? Mit einem Stück zum Erfolg. Quest. Okay, dann auf zu Priscilla. Oh Mann, ey, der Typ. Aber das konnte man ihm wirklich nicht durchgehen lassen. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, was passiert wäre, wenn ich ihn nicht getötet hätte. Ich hätte mir keine Alternative gewusst. Ich habe mich ja nun schon zwei, dreimal anders entschieden. Ich denke mal, ich werde das doch mal irgendwann nochmal spielen. Gut. Dann suchen wir uns mal nochmal einen... Du, nehmen wir das da. Schnellreisepunkt. Hallo. Nicht wundern, ich muss ja nochmal... Was? Ach komm, scheiß drauf. Ah, fuck, da komme ich natürlich nicht raus. Oh, Jesus. Wo komme ich denn jetzt da runter? Jetzt hier voll den Umweg laufen? Moment, das sieht so nach Hauptstraße aus. Jetzt passiert nochmal irgendwas. Genau, wo ist es da? Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Dragobit wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit. Ach, die Geschichte. Alles klar, ich wusste doch, dass er noch was wollte. Ach, Mann. Die Ochsenfurt Tretogor. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte. Aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Ernsthaft? Folge mir. Okay. Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen, Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Hm. Was kommt jetzt? Was willst du? Oh, er spielt immer noch Schach. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde für lieber Eilert für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen, aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herren Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Ich glaube, meine Katze ist schwanger. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir, lebend. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Ich habe einem neuen Rat zugestimmt, aber was hat es mir gebracht? Die Magier an meiner Seite sind Nichtsgönner und Feiglinge. Sie könnten es niemals mit Eilhard, Lauxantil oder Merigold aufnehmen. Ihr habt immer noch eure Hexenjäger. Du bist der beste Hexenjäger. Das hast du bereits bewiesen. Sheila de Tankervilles und Philippa Eilhards Plan
Du hast ihn vereitelt. Ich will, dass du beendest, was du angefangen hast. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhardt. Ich glaube echt, meine Katze ist schwanger, weil die fängt nämlich gerade schon an, so ein bisschen Nest zu bauen. Und das machen die eigentlich nur, wenn... wenn sie eigentlich schwanger sind. Deine Waffen. Danke. Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Wichtig ist die Hand, die sie führt. Ah, hier ist es. Okay. Nee, ich will nicht nach Skellige reisen. Ich will meine Quests beenden noch. Skellige bin ich auch noch nicht. Scheiße, sagt man nicht. Aber da haben wir ja schon so einen Wegpunkt, Dingspunkt Schnellreise. Bum 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 bum. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Und da ist auch gleich ein Wegpunkt, Dingspunkt in der Nähe. Ja, wie gesagt, die Katze fängt langsam an, sich ein Nest zu bauen, so Ecken, wo sie. Sollte ich einfach mal eine Ecke machen, wo ich ganz viele Decken reinlege. Ich glaube, sie ist wirklich schwanger. Schon ein bisschen dicker geworden und total schmusig. Weil sie stiefelt den ganzen Tag nur draußen rum, jetzt hängt sie den ganzen Tag nur zu Hause ab. Das kann lustig werden. Jetzt ist er weg. Und die andere guckt mich gerade ganz an. Die liegt auf dem Schreibtisch vor mir. Hat genug vom Videospielen. Jetzt schläft sie. Oder tut jedenfalls so. Oh, da ist schon wieder was zu tun. Was auch immer. Priscilla! Sauber, was ist los? Ich muss ja kurz den Wegpunkt wegmachen. Nervt mich ein bisschen. Dumm, dumm, dumm. Komm schon. Renn, Junge. Was? Ich bin schon wieder zu hoch? Ach, ernsthaft. Stimmt, das war ja da. Priscilla. Ich habe einen Plan, wie wir Rittersporn befreien können. Aber dazu müssen wir Dudo finden. Was für ein Plan ist das? Unser Doppler nimmt Menges Gestalt an und befiehlt Rittersporns Verlegung nach Ochsenfurt. Unterwegs greifen wir ihn uns. Brillant. Aber wie sollen wir Dudo finden? Ihr seid doch befreundet. Weißt du nicht, wo er sich verstecken könnte? Wo ist bei einem Doppler nicht die Frage? Als wer, schon eher. Bisher ist er bei Ärger verschwunden und am nächsten Morgen als jemand anders aufgetaucht. Aber diesmal ist er nicht wiedergekommen. Wir müssen Dudo überzeugen, sich uns zu offenbaren. Hat er Freunde oder Vertraute, über die wir ihn erreichen können? Rittersporn, Irina Renards Truppe? Das wär's. Ich wüsste nicht, dass er sonst noch Freunde hätte. Er war ständig bei der Truppe. Entweder auf der Bühne oder im Publikum. Vermute ich mal, dass er jetzt auch noch da ist. Er ist so gern beim Schauspiel. Ja, ich wundere mich, dass er nach all dem nicht zu uns gekommen ist. Auf die Füchse hätte er schließlich zählen können. Hm. Wenn die Schauspieler also helfen würden... Wir brauchen nur Dudu zu erwähnen. Irina und ihre Leute haben ihm viel zu verdanken. Okay. Nehmen wir doch ein Theaterstück. Wir können eine Botschaft an Dudu darin verstecken, damit er sich zu erkennen gibt. Nicht schlecht, aber da reichen ein paar... Und meinst du wirklich, dass Dudu sich die Zeit mit Theater... Hast du einen besseren... Wir müssen ein brandneues Stück schreiben. Etwas Großartiges. Es muss zum Stadtgespräch werden. Wenn du willst... Okay. Na schön. Lass uns da... Irgendeine Idee für die Handlung? Eigentlich hatte ich... Es kommt drauf an, Dudu klarzumachen, dass er sich auf dich verlassen kann. Und das wird... Die Botschaft muss eindeutig, aber mit der dramaturgischen Essenz auf natürliche Art verwoben sein. Daher brauchen wir ein...
Mehr oder weniger. Ja, okay. Das reicht. Jetzt brauchen wir die richtige Ausdrucksform für das Stück. Eine packende Geschichte der Gegenwart. Das wäre am besten. Vielleicht über die Freischärler von Provis. Ich hab's. Über Lorenzo Molla. Die Geschichte eines hübschen, aber skrupellosen Banditen und eines Dopplers, der ihn aufs Kreuz legt. Nun muss sich der Doppler verstecken und nur sein Freund kann ihm helfen, ein Hexer, der alles tun würde, um seine Tochter zu retten. Nein, besser seine Geliebte. Was meinst du? Das ist ja Feuer und Flamme. Klingt großartig. Meinst du? Lorenzo Molla, ja. Oder doch nicht. Warte. Ich hab's. Wir nehmen die Geschichte über den Igel vom Erlenwald. Heimliche Liebende, ihr Verlöbten. Aber... Und da enthüllt er sein Antlitz. Er ist ein Monster und will Prinzessin Pavetta entführen. Und alles geht gut aus. Also abgemacht. Wir brauchen einen guten Titel. Ich habe ein paar Einfälle. Vielleicht suchst du... Du willst tatsächlich meine Meinung? Natürlich. Wir sind ja Partner. Hier sind zwei richtig gute Titel. Die Erlösung des Dopplers und die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Welchen Sie... Die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph bringt doch gen... Es gibt nur ein Problem. In der Geschichte tauchen keine Doppler... Überhaupt kein Problem. Dann tauschen wir den Igel eben gegen einen Doppler aus. Die Botschaft ist das Wichtigste. Ein Hexer taucht auf... Na schön. Es ist also ein... Ich hätte eher an eine Komödie gedacht, aber wenn du es gerne fröhlicher... Eine Komödie ist wohl sicherer. Also gut. Ich muss an die Arbeit. Und du... Suchst dir eine Ecke. Gut, da du ja keine Hilfe beim Schreiben brauchst. Geralt, warte. Was reimt sich auf Hexer? Sechser? Ach, sei lieber still. Die ist echt knuffig. Einige Stunden später. Ach, fertig. Mit etwas Zeit könnte ich daraus ein kleines Meisterwerk machen, aber... Wir haben keine. Die verborgene Botschaft an Dudu. Was hast du hineingewoben? Verborgene Botschaft? Du wolltest etwas einbauen wie Komm im Morgengrauen zum Eisvogel oder so. Das passt doch gar nicht zur Stimmung des Stücks. Kein bisschen. Du hast es geschrieben, um mit Dudu in Kontakt zu treten. Das war der Sinn der Sache. Wie soll es denn sonst klappen? Weiß nicht. Ich dachte, ich könnte ihn an seiner Narbe erkennen. Oder ich improvisiere. Darum sorgen wir uns später. Erstmal musst du den Text zu Madame Irina bringen. Du weißt, wo du sie findest? Die Truppe tritt auf dem Fleischerhof beim Marktplatz auf. Komm später zu uns. Bis dann. Bis dann. Gut, meine Lieben. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause. Die Hexenjäger werden sich noch um dich kümmern. Ja. Das können sie sogar probieren. Ich würde sagen, wir machen hier eine Pause. Feiern oder nicht feiern? Das ist hier die Frage. Upsa, jetzt ist es keine Frage mehr. Ja, wie gesagt, wir machen hier eine kurze Pause, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir doch in die Kommentare und gebt mir einen Daumen nach oben. Das wäre richtig fein. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei zwei neuen Folgen von The Witcher Wild Hunt hier auf meinem Kanal. Bis dann, ciao.